Hier, da, ihr kennt es. Katastrophe habe ich als Kind immer gehabt. Ich bin wahnsinnig geworden. Ihr wisst jetzt, wie das geht. Heute. Ich glaube, heute fangen wir auch einen Fisch. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Wir wollen heute ja so diese Basics angeln mit der Pute. Ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Der Dropshot-Angler ist nicht geboren worden, der entsteht. Und der Vertikalangler auch. Wenn man mit der Pute, und da gibt es so ein, zwei kleine Kniffe, wenn man das richtig macht, ist das voll Fun. Und da gehen wir jetzt mal ran. Walk, come walk with me. Feel the breeze, come walk with me. Oh, and dance, come dance with me. Shuffle your feet. Tackle habe ich hier mal so aufgebaut. Da steht man ja auch teilweise davor, ne? Jetzt darf ich angeln, habe ich auch Zeugs, was soll ich damit machen? Und wir machen jetzt ja hier Weiterentwicklungsstufe. Pokémon für Große. Angelschnur auf die Rolle bringen. Ihr kennt ja das Problem, Angelrolle, da habe ich eine Schnur. Wenn ich die selber raufmache, alles vertüdelt. Ich zeige euch gleich mal, warum es nicht mehr vertüdelt, wenn man es richtig macht. Ja, wir rocken das Ding jetzt einfach mal. Wenn man Schnur aufspulen will, sollte man sich einen ZEPCO-Katalog mitnehmen. Nein, das ist totaler Blödsinn. Telefonbuch geht auch gut. Aber ich habe mir hier einen ZEPCO-Katalog mitgenommen. Wir drehen in 2018. Alter Katalog. So, und das versuchen wir zu rocken. So, da stelle ich mir mal einen Eimer hin. Ja, welchen nehmen wir? Nehmen wir die mal. Stationärrolle, Frontbremse. Fange ich mal an mit der Teleroute. Da schraube ich jetzt die Rolle rauf. Eine gelbe Schnur habe ich mitgenommen. Ich mag Farbe. Kann man besser kontrollieren. Die Leine werfe ich da in den Eimer. Klemme die in den ZEPCO-Katalog, sprich Telefonbuch. Schiebe ich die Schnur durch einen Ring. So, jetzt kommt wieder so ein Ofensknoten. Frage taucht ja mal auf, wie soll ich das machen? So rumlegen, einfach einen Hausfrauenknoten, einen halben Schlag und darüber macht ihr jetzt diesen Knoten, den ihr schon kennt, also den Wirbelknoten, 10-mal rum, merkt euch 10-mal und dann stecke ich das nur durch diese Schlaufe, so wie gehabt. Und dann kriegt man das richtig schön festgezogen, rutscht nicht mehr. So, das Ende wird dann abgeknipst, nicht so ganz kurz, Schnurreste natürlich wieder mit nach Hause nehmen. Und jetzt können wir anfangen, die Rolle zu bespulen. Der Vorteil ist jetzt, dass wir die Schnur hier ohne Drall, das kann man auch sehen, auf die Rolle bekommen. Da tüdelt nichts. Wir brauchen auch nicht so schnell kurbeln, weil wir holen da keine 20 Sekunden raus. Und so machen wir die Rolle voll. Und Bob ist auch da. Mein Kollege Bob. Mein Tipp, knallt die Rollen nicht ganz voll. Das muss gar nicht sein bei der Angelei, die wir jetzt hier vorhaben, so Standard. So, aufgespult, fertig, schnurlig, locker, flockig drauf. Wenn wir jetzt die Finger zu Hilfe genommen hätten und auch kein Telefonbuch oder Katalog da gehabt hätten, wäre das passiert, wir hätten gekurbelt und dann passiert das hier und das werden viele von euch wiedererkennen. Es verdreht überall, es ist eine Katastrophe. Und das kriegt man nachher auch nicht wieder raus. Hier, da, ihr kennt es. Katastrophe habe ich als Kind immer gehabt.
Ich bin wahnsinnig geworden. Ihr wisst jetzt, wie das geht. Beide Rollen gespult. Teleskoprudder hat jetzt bis 45 Gramm Wurfgewicht. Da kann man noch mal ein ordentliches Blei ranhängen. Wenn ihr die auseinanderzieht, fangt ihr an der Spitze an. Und ich halte die Schnur hier mal fest. Einmal ganz leicht ziehen und dann ist die Geschichte okay. Sauber ausgerichtet. Steckrute. Schnur habe ich auch schon durchgefädelt. Das wird dann einfach so zusammengesteckt, fluchten, drücken. Fertig ist das. Die hat ein Wurfgewicht, ich weiß gar nicht, doch steht drauf, bis 15 Gramm. Ja, das bringt richtig Spaß. Brassenangeln, Schleinangeln, Satzkarpfen, könnt ihr da gut mitmachen. Und da bauen wir jetzt gleich mal ein paar Pusen drauf. Und dann werden wir auch versuchen, Fisch zu fangen. Walk, come walk with me. Feel the breeze, come walk with me. Oh, and dance, come dance with me. Jetzt kommt die Nummer mit dem Stopper. Entschuldigt, wenn ich die Brille aufsetze, aber derjenige, der vor der Kamera steht, muss immer in die Sonne gucken. Jetzt habe ich die Zielrute. Da möchte ich mal einen Gummistopper montieren, größere Ringe. Da läuft er dann auch vernünftig durch. Für viele Angler. Und wer das denn, wer weiß, wie es geht, lacht bitte nicht. Ich sehe es jeden Tag. Es gibt Angler, die meinen, das Teil braucht man für irgendwas. Die wissen gar nicht, wofür das ist. Ein Stopper muss über die Pose. Wenn wir mit dieser Angelschule durch sind, wenn ich einen von euch sehe, der noch mal ein Schrotblei über die Pose baut, mit dem rede ich nicht mehr. Sag ich euch schon mal an so. Weil dafür gibt es Stopper. Das geht perfekt. Da wird die Schnur hier ohne Brille, wie ihr reinreiten, da durchstecken. Dann hält man das einfach ein bisschen stramm. Ich neige immer dazu, zu viele Sachen in der Hand zu behalten. Und jetzt nimmt man einfach so einen Gummi, macht das mal schrittweise und zieht den da rüber. Guck mal, noch ein Stück weiter. Bam, da ist er schon. Der Stopper sitzt echt richtig schön auf der Schnur. Da gibt es immer so Knickstellen, wenn man das angesetzt hat. Diesen Stellen traue ich nicht, kneife ich weg. So, mit so geht's weiter. Gummistopper, da ist das Ding. Matchrute, kleinere Ringe, Fadenstopper, die kann man auch ein bisschen fester anziehen. Also mein Favorit an Stoppern, das ist jetzt so ein Röhrchen, also die Dinger raufgezogen. Das ist jetzt ein Fadenstopper-Sortiment, da haben wir verschiedene Größen drauf. Ich nehme jetzt für die Matchrute den kleinsten. So, wieder Ringreiten hier. Jetzt habe ich die Schnur da durchgesteckt. Und jetzt wühle ich mir hier einfach ein Stoffteil runter auf die Schnur. Das sieht ja noch nach nichts aus, es wird aber gleich besser. Jetzt lege ich da mal die Stopper hin. Jetzt ziehe ich das hier stramm. Und feuchte das gleich ein bisschen an. Und fertig ist die Geschichte. Ziemlich lange Enden, die wir jetzt hier haben, die brauchen wir natürlich so nicht. Da lasst ihr so Männer und Schätzen, das ist ja immer die Nummer. Jetzt sind das hier 3-4 cm, lassen wir drauf stehen, klippen ab. Wie immer, Schnurreste kommen in die Hosentasche. Die Waschmaschine freut sich, die findet man nachher im Flusensieb schön wieder. Jetzt würde eine normale Pose mit dem Öhr darüber rutschen, weil dieser Knoten so fein ist. Dafür sind da Perlen in der Tüte. Die Perle, wenn wir hier ein Loch finden, man gut, ich habe da die Wanne hingestellt, aber das war mit Absicht. Da ist jetzt natürlich ein Loch drin, so Treffen auf Distanz. Jetzt kommt die Perle davor und die Pose kann jetzt nicht mehr drüber rutschen. Auf die Matchrute baue ich jetzt mal eine Feststellpose. Der Wind hat gedreht, jetzt sitzt meine Haare gleich nicht mehr. Ich weiß schon, was hier passiert. Wenn das noch mehr wird, kann ich euch nicht mehr sehen. So, Schnur durchs Öhr. Jetzt habe ich hier zwei Gummis. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann.
schiebe ich jetzt auf die Leine. So, wenn ich hier nicht mehr gleich treffe, also ich bin über 30 knapp, aber dafür finde ich, kann ich noch ganz gut gucken. Schiebe ich da jetzt drauf, ein Gummi immer schön nach oben, damit die Pose da nicht abknickt. Proppen drauf. Jetzt steht auf der Pose eine 4G. Das bedeutet, die Pose trägt 4 Gramm. Und es kommen jetzt nicht 100.000 Schrotbleie da drauf. Das ist totaler Blödsinn. Jetzt baue ich da mal ein 3 Gramm Blei drauf. Weil der Wirbel, der da gleich kommt, der wiegt ja auch noch ein bisschen was. 3 Gramm Blei. Da kommt das wieder her mit durchs Loch. Brauche ich einen Wirbel. Bin ich ja stolz auf euch. Den Knoten könnt ihr ja schon. Den brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Festhalten, ne? Zehnmal rum hier, ratz, ratz. Die Schnur da unten durchs Loch. Leicht anfeuchten, langsam ziehen. Knoten fertig, mein Nagelclip ist weg. So, ja, leichte Kameraprobleme. Jetzt machen wir mit der GoPro weiter. Pose aufgefädelt, 3 Gramm Blei aufgezogen. Jetzt wollen wir mal gucken. Halte ich mal ins Wasser hier, wie gut die Pose damit gebleit ist. Aber 3 Gramm von Wirbel, das sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Optimale Bebleiung. Jetzt hängen wir da einen Angelhaken ran. Aber bevor wir den ranhängen, loten wir mal grob aus. Und da benutze ich jetzt kein Lotblei, weil ist ja logisch, wenn das Blei am Grund liegt, liegt die Pose. Kann ich ganz schnell Tiefe herausfinden. Und den Stopper habe ich jetzt drauf gelassen. Ich fange jetzt mal so an, ich will da vorn angeln, da werfe ich jetzt mal hin. So, Blei liegt noch nicht auf dem Grund, jetzt sehe ich mal ein bisschen Struktur herausfinden. Liegt immer noch nicht auf dem Grund, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, sprich wir schieben die Pose höher. Und jetzt liegt die Pose auf Kipp. Heißt, das Blei liegt am Grund. Da will ich angeln. Und jetzt markiere ich hier einfach mit dem Edding auf der Schnur so ein bisschen. Weil wir wollen da jetzt ja auch Futter hinwerfen. Und wenn ich jetzt keine Markierung habe, dann bin ich mal 3 Meter weiter draußen oder 1 Meter dichter dran. Dann macht Anfüttern gar keinen Sinn. Angelhaken, der Tipp hier. Der spart euch nach hinten viel Geld. Knoten im Vorfach gibt es nicht mehr. Ihr macht es so und simsalabim ist die Kiste geregelt. So, Angel eingesetzt. Markierung zu sehen, das kommt dann auf 20 cm nicht an. Und jetzt können wir das Futter auch gezielt auf den Punkt legen. Ich habe vorhin schon mal ein paar Hände voll reingeworfen, so grob, weil das ist ja doch immer zeitaufwendig, was wir hier machen. Und bevor man anfängt zu angeln, baut man den ja auf. Ne? Entschuldigung dafür. Da gibt es noch einen kleinen Tipp. Maden, so, das ist jetzt hier so Standarddose hier. Das kann man gar nicht alles verangeln. Packt da von gleich ein paar ins Futter, damit die Biester dann wissen, was sie fressen sollen. Kann man ja mal darauf hinweisen. Oh, das war gar nicht geplant jetzt. Ja, ja, Fisch. Das ging ja ganz schnell. Eigentlich wollte ich euch was zeigen, aber. Ups. Kleiner Brassen, guckt euch mal diesen großen Haken an. Man muss nicht immer 20er Haken angeln, um Brassen zu fangen.